Fast schon so bekannt wie ihre große Schwester ist die Hunsrück Junior Rallye. Schon zum 15. Mal luden der AVD und das Sportfahrerteam Hunsrück zu dieser Rallye-Veranstaltung ein, die schon viele Stars gesehen und hervorgebracht hatte. Wie immer hatten Henning und Gattin Waltraud Wünsch mit ihren Frauen und Mannen alles im Griff. Als diesjähriger Rallye-Leiter fungierte Richard Ehrenfeld im langjährigen Hauptquartier Ferienpark Hambachtal, die auch als Hauptsponsor auftraten. Kompakt, schnell, aber anspruchsvoll. So eine Kurzbeschreibung dieser Rallye-Veranstaltung, die auch den Saisonabschluss im Südwesten bildet. Für die 82 Teams, davon 5 Starter bei der Hunsrück Youngtimer, standen 4 Wertungsprüfungen, die doppelt gemeistert werden mussten, mit 92 WP-Kilometern zur sportlichen Verfügung. Für Markus Mufang und Co. Rüdiger Hähner sollte sich die Reise nicht lohnen. Zunächst konnten sie auf den nassen und rutschigen Baumholderprüfungen noch mithalten, aber eine defekte Kupplung sorgte dann in der Halbzeit, wo sie auf dem 2. Rang lagen, für das Aus. Den Sieg holte sich ein echter Junior, wenn auch mit viel Glück. Thomas Stock, 20 Jahre alt, zuletzt noch auf einem 60 PS starken Fiat Cinquecento unterwegs, fuhr mit dem ca. 300 PS starken SMS Ford Escort Cossi als Sieger ins Ziel. Dabei half ihm der erfahrene Co. Helmut Endres, der schon vielen Junioren zu Rallye-Erfolgen verholfen hat. Dass der SMS Cosworth in der vorletzten WP auf der Beifahrerseite eine mittelschwere Kaltverformung erhielt, kommentierte Helmut Endres: "Das ist nur ein aerodynamisches Hilfsmittel." Thomas Stock, der den Umstieg von 60 auf 300 PS locker verkraftete und dazu 4 Bestzeiten verbuchte, meinte: "Zunächst fuhr der Cossi mit mir, dann ging ich wollte. Der Lohn der Mühe, Gesamtsieg." In der Pause noch auf Siegerkurs die Audi Quattro Besatzung Anton Werner und Fred Winkelhofer aus Altfrauenhofen und Bocking. Dann 50 Sekunden Verlust und damit Verlust der Siegeschancen durch einen Reifenschaden. Mit 3 Bestzeiten im Ziel als Zweite mit 23 Sekunden Rückstand auf die Sieger. Als Dritte wurden Thomas Wallenwein und Reinhold Hetz, die mit ihrem Mitsubishi Galant VR4 unauffällig, aber dennoch flott unterwegs waren, gewertet. Auch der Sieg in der Gruppe N ging an das Stuttgarter Team. Dabei betrug der Rückstand immerhin schon 3 Minuten und 12 Sekunden. Um die Plätze 4 und 5 gab es einen heißen Kampf zwischen den Opel Manta Piloten Jürgen Geist und Karl-Heinz Dachtler aus Wohlmuthshausen und Altenhengstedt und André Timmers und Hans-Günther Kettler aus Duisburg und Solingen. Diese beiden Teams schenkten sich nichts und fuhren fast identische Zeiten. Am Ende jedoch hatten Geist Dachtler mit einer Sekunde Vorsprung das Glück des Tüchtigen. Neben dem 4. Gesamtrang gab es noch den Sieg in der Gruppe H. Eine hervorragende Leistung boten die Saarländer Dieter Reiland und Johannes Fries. Sie fuhren mit ihrem 1300er VW Polo auf den 6. Endrang und ließen dabei eine Anzahl leistungsstärkerer Fahrzeuge hinter sich. Dabei waren sie auch noch Klassensieger der H12. Wie stark diese Klasse ist, zeigt sich mit dem 9. Rang von Michael Grube und André Markitan aus Kiebitzweier und Bramstedt auf einem Opel Corsa. Das beste Mixteam stellte der Ulmer MSC mit Siegfried und Petra Damm, die mit einem Urquattro in den Hunsrück gekommen waren. Als 16. und Sieger in der Gruppe G konnten sie die Rallye beenden. Die Sonderwertung Hunsrück Youngtimer, die mit 5 Teilnehmern etwas schwach besetzt war, ging
an die Pfälzer Werner Selmigkeit und Walter Schneider aus Eulenbiss und Lauterecken auf einem Audi 80. Mit einer Gesamtfahrzeit von 1 Stunde, 17 Minuten und 59 Sekunden hätten sie in der offiziellen Wertung für den 29. Rang gereicht. Ihren Verfolgern Norbert Schneider und Andreas Hans, die in dieser Wertung Zweite wurden, schenkten sie über 2 Minuten ein. Ein weiterer Höhepunkt und Zuschauermagnet war diesmal eine TV-Produktion vom ZDF für die Sendung Lass dich überraschen mit Tommy Orner. Hier hatte sich Armin Gutmann aus Lörrach gewünscht, mit einem Weltmeister auf einem WM-Fahrzeug eine Rallye-Sonderprüfung zu fahren. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Kein geringerer als Walter Röhrl wurde dazu verpflichtet. Als fahrbarer Untersatz diente der Subaru Impreza von Colin McRae, der zuletzt bei der WM-Rallye Catalunya in Spanien mit Piero Liatti seinen Dienst tat. Armin Gutmann war von den Eindrücken begeistert und fühlte sich, wie er zugab, im siebten Rallye-Himmel.